Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und heute haben wir die nächsten SBCs am Start. Wir haben nämlich ein 82 plus mal 3 Upgrade Pack erhalten, was wir einmal machen können. Das ist sehr interessant in meinen Augen. Generell haut EA ganz schön früh im Spiel schon so eine, ja, Rating Packs halt teilweise raus. Teilweise auch Untrade im Shop und so weiter. Sehr wild. Wir brauchen hierfür einfach nur ein 83er Rated Team und das habe ich halt logischerweise hier zusammengestellt. Größtenteils 82er, dann haben wir 2 84er und 3 83er drin. Also ja, 2 84er, 3 83er und dann haben wir 6 82er logischerweise am Start. Alle aus meinem Untrade-Stapel im Endeffekt, beziehungsweise ich glaube aus meinem Duplikaten-Stapel. Ich glaube nur 1 83er ist, glaube ich, aus dem Verein an sich und nicht auf dem SBC-Speicherstapel. Der Rest kommt von dort. Relativ simpler SBC, sollte dementsprechend auch ja einfach abzuschließen sein. Ich habe zusätzlich noch die 3 77 plus Doppel-Upgrades gemacht, die man machen kann. Hier braucht man 7 seltene und ansonsten, also 7 seltene und 4 Non-Rare-Spieler, alle Gold logischerweise, die man hier reinhauen muss. Hier habe ich auch wieder meinen SBC-Speicher so ein bisschen ausgeleert. Ist ja dafür eigentlich ganz praktisch, würde ich behaupten. Dann haben wir jetzt 4 Packs am Start. Ich bin gespannt. Alle 3, ja, irgendwelche Plus-Packs quasi, also Rating-Plus-Packs. Im ersten haben wir, glaube ich, eine Frau war das. Keine Walkout-Spielerin, genau, Spanien, Liga F. Wir schauen mal rein, wer es wird. Atletico und das ist die gute Carmen Menayo. Ja, 81 ist jetzt nichts Besonderes, nehmen wir beide mit. Immerhin keine Duplikate. Aber ja, war jetzt natürlich nichts Besonderes. Aus den ersten dreien, das ist jetzt der zweite Tag, wo die draußen sind, hatte ich tatsächlich auch nichts weiter gezogen. Sechser Deutschland Frauen ist es wieder Minge. Die haben wir ja eben, glaube ich, abgegeben. Könnte, glaube ich, Minge sein. Ja, es ist wieder Minge. Die haben wir eben abgegeben in die SBC. Und jetzt kriegen wir sie wieder als Duplikatin. Und Pinnock gleich noch hinterher auf den SBC-Speicherstapel. So, haben wir das letzte von den 77 plus mal 2 Packs am Start? Ja, die kann man halt dafür benutzen, um seinen Duplikatenstapel so ein bisschen zu leeren. Dafür ist es, denke ich mal, ganz praktisch. Aber wirklich gute Raid haben die für mich zumindest bisher nicht gehabt. Ich hatte bis jetzt auch nichts Besonderes daraus. Washington Spirit, wer bist du? 82erin, ja, ist okay. Sind halt einfach zwei Spielerpacks mit ein bisschen. Ach, guck mal, wir haben sogar hier einen Stronglink theoretisch. Sind halt im Endeffekt zwei Spielerpacks mit leicht angehobenem Mindestrating. Das Ding wird hier interessanter. 3x82 Plus Spieler, da habe ich schon einige interessante Packs gesehen oder einige gute Packs auf Social Media gesehen, auf Twitter. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir jetzt hier kriegen. 3x82 Plus Walkout, Frau, linkes Mittelfeld. Es kann's nicht sein, Alter. Schon wieder reiten. Die habe ich schon. Und die habe ich auch schon an Trade EA. Why again? Dann gib mir doch irgendjemand anderes. Ist okay. Ey, ist ein Walkout. 88er Rating. Vollkommen stabil. Gutes SBC-Futter. Aber ich habe die doch schon an Trade EA. Was soll das? Dahinter noch Enyesiri und Gulashi. Aber ey, 88erin ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also nimmst du auf jeden Fall mit. Ja, wie gesagt, ich habe die ja sogar auf der Bank von meinem Main-Team tatsächlich, dementsprechend, ja, nehmen wir es mit für Rating und so, ganz cool, aber, ja, ist natürlich bezeichnend, dass ich ausgerechnet ein Duplikat ziehe. Aber insgesamt kann ich mich darüber ja trotzdem nicht beschweren, weil der Pull an sich ist ja wirklich stark. Ich hoffe, ihr hattet ähnliches Glück, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr hattet, das würde mich interessieren. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Lasst aber gerne auch ein Like da, das würde mich freuen. Und abonniert gerne den Kanal, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.